Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich schnell verkaufen möchte und dass wir uns dann hier bei Elial wieder treffen. Ich habe Rüstung ausgezogen, also den Mantel hier, und wieder angezogen, aber Geralt hat sich nicht ordentlich angezogen. Seht ihr das? Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Außerdem saß ich eben mit dem Hintern auf Plötze drauf, vielleicht kann man es deswegen nicht mal ordentlich anziehen. Weißt du, es ist so ein total toller Hexer und kann sich nicht mal ordentlich anziehen. Und gucken, was Elial dazu sagen, wenn mein Hintern hinten nicht bedeckt ist. Oder nicht so, wie er soll. Elial. Bist du da? Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nein. Soll ich mich mal umdrehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Fühlt sich hintenrum sowieso gerade so an. Ach ja, ich sollte mir auch was Schönes kaufen hier. So ein... Alter, ist ja voll teuer, so ein Wams. Ich hab den für den Schleuderpreis verramscht. Vogelmaske, Harlekinmaske, Wolfmaske, Fuchsmaske. Die kostet 1. Ja, nehmen wir. Die kostet auch 1. Die Masken kosten fast gar nichts. Soll ich Wolf nehmen oder hier diesen langen? Ich nehme Wolf. Ja, der brauchen wir sowas noch hier, ne? Tunika. Elegantes Höfling. Wams. Ja, der ganze Höflingswams, das auch. Ja, welches nehmen wir denn diesmal? Ich meine, wir haben ja jetzt über 11.000. Elegante nilfgaardische Schuhe. Festliche Pantoffeln von Skellige. Ja, nehmen wir die Schuhe hier. Ja, die waren bestimmt teuer, ne? Und nochmal. Das hier ist das teuerste. Nehmen wir. Wir haben es doch. Ah, nur eine schöne Hose. Ach komm, unsere Hose reicht. Muss ich aber jetzt auch nicht übertreiben, ne? Bis dann. Hau rein. Ach guck mal, er hat seinen Mantel jetzt auch angezogen, richtig. Und wir sollen jetzt optional kaufen ein neues Gewand, Wams, Hose und Stiefel. Wams, Hosen und Stiefel. Ach komm, dann haben wir jetzt noch eine Hose. Die Optionaldinger sind natürlich eher optional, aber ich möchte die trotzdem haben. Hallo, auch willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nein. Ich würde gerne mal. Natürlich, bitte. Hier, Hose. Nehmen wir hier die. Super hübsch. So, jetzt hauen wir wirklich rein. Bis dann. Habe ich das? Zieh deine neue Sachen an, Wams, Hose und Stiefel, bevor du zu Triss gehst. Ja, natürlich. Natürlich. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, das jetzt schon zu machen. Aber komm. Mann, siehst du scheiße aus, Geralt. Hier, und die Maske? Die will ich auch gleich noch aufsetzen. Quest aktualisiert. Die optionalen Sachen müssen wir mitnehmen. Wenn das Spiel das vorgibt, dass man das machen kann, dann sollte man das auch machen, oder? Hier wird nicht rumgehangen. Ja, ich renne ja auch nur an dir vorbei. Affenkopf, ey. Nur am Meckern immer, ne? Ja, ich weiß, ich renne hier nicht rum. Ich bin gelaufen. Ach, Mann. Ach, Kopf hoch. Hast du da gerade hinge... Ey, ne, nicht jetzt. Mach nicht meine neuen Klamotten kaputt. Hau ab, du Pimmel. Nein! Da ist jetzt ein Loch in meinem schönen neuen Gewand, ey.
Arschloch. Wir haben übrigens wieder ganz viel Platz. Weil ich ja richtig toll am Verkaufen war. Habt ihr ja eben gesehen. 11.000 Ocken haben wir jetzt auf der Tasche. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Naja, damit diesmal sogar hübsch angezogen. Da geht's rund jetzt so. Diesmal rennt er sogar. Naja, ein bisschen. Triss? Siehst gut aus, meine Beste. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Ja. Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Sehr gerne. Ich hoffe, da springt auch was für mich bei raus. Na dann. Sieht fast so aus wie das Anwesen von Hurensohn Junior oder da, wo wir ihn besucht haben. Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Die Maske sieht doch nicht so cool aus. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Immer wieder dasselbe. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Verdammt. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Es ist nur schön. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Nein, mich gibt's auch noch. Er ist ein Baronett. Wo finde ich einen Hallo, anderen Vivian. Baronett? Nun, tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Normal würde ich dich wegklatschen. Aber ich glaube, es wäre nicht so klug, Aufmerksamkeit zu Ich will keine Szene. Erregen. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Ja, ja. Du Feigling. Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay, ich aber mit dir. Papageienmaske. Schwer, hier Arbeit zu finden, weißt du? Ja, musst du die Maske abnehmen. Ich bin ein Kraken! Hurra! Mann, seid ihr bekloppt, Alter. Hat die Party nicht gerade erst angefangen? Ich hab keine Ahnung, was davon ein Papagei sein soll, ganz ehrlich. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst.
Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Merigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähle dir die Geschichte ein andermal. Hat sich nicht so freundlich angehört. Ach, guck mal. Sehen wir uns um. Ja, ich warte nur auf dich. Feuermacker, ganz viele Leute ohne Maske. Ich denke, das ist ein Maskenball hier. Überall Finsternis um mich herum. Oh nein, hier labern die schon wieder alle. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaard von den Stadtmauern aus sehen. Aha, hallo. Hi. Darf ich mal anfassen? Schon wieder du, riebischer Raumtreiber? Ach Mann, das ist kein Spaß hier auf der Party. Wo sind die 86 Nachspeisen? Also ich meine, eine habe ich eben schon gesehen, oder zwei. Aber das ist das Richtige hier. Hm. Dreh mal die Keule da. Mann. Und Wurst gibt es hier auch. Ziegenmilch und exquisiter Honig. Wir sind ja wohl hier zum Essen, oder? Bananen, Blaubeernaschwerk, Käse und Saufen ohne Ende. Und was ist das da? Heiliger Foliant des ewigen Feuers. Die Party ist gefallen mir, wenn mehr so wären wie sie dahin. Gut, Konzentration. Wo ist denn jetzt die Papageien-Tussi? Bist du eine Papageien? Dem engen Wams, der gerade mit der rothaarigen Schnepfe angekommen ist. Hallihallo. Bist du doof? Du meinst ja Wegelbuch. Ryan oder nicht Ryan? Das ist hier die... Hupsa. Ja, aber warum hört sie mit einer Frau auf? Vielleicht gibt sie ihm die Requisiten. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Oh, wow. Kann nicht atmen. Ja, denn nicht. Ist eh nicht so wichtig. Ach, shit, Mann, wo müssen wir denn hin? Das ist hier jetzt der Garten von denen? Da hinten stehen auch noch Leute. Was ist hier denn los, so? Ich weiß, es klingt unbescheiden, aber unsere Jagdhunde sind einfach die besten. Das soll Hunde sein? Die sehen aus wie kleine Bären. Wo ich mehr von deiner Art finden kann? Ohne meine Erlaubnis würden sie nicht mal wissen. Bist du ein Papagei? Bist du das, Geralt von Riva? Und Triss? Ich habe euch auf der Gästeliste gar nicht gesehen. Baronin, wir sind hier als Freunde der Familie. Genau wie ich, aber ich stand drauf, ganz oben auf der Liste. Gar nicht super überraschend, Herrin. Diese Höflichkeiten werden schnell ermüdend. Warum seid ihr hier? Das solltest du wohl Herrin Wegelbuth fragen. Das werde ich, glaub mir. Shit, ich dachte, es war die richtige Nilfgaarderin. Kratzen! Ach, Mann. Und sie? Man weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Das hätten wir wenigstens nachlaufen können. Da waren wir schon, ne? Ja. Ach so. Ich hätte einfach wieder nur den Punkten folgen müssen, ne? Gregor, hast du den Kopf gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Geralt von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Danke dir auch, Mann. Hier wollte ich noch schnell. Das ist doch nicht einfach nur... Ja, weiß ich nicht. Ah, okay. Ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert?
Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir. Zunächst Gewinnt, sollst du oder gegen was? Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Nein, danke. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? Nee. Ich bin so Gewinnlegastheniker. Gar nicht gut. Hi. Und bei ihr gehe ich immer schnell schön langsam vorbei. Das ist auch nicht schlecht. Guck mal hier. Da ist sie ja. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber... Können Alter. Wir irgendwo allein sprechen? Und nicht so ruppig hier. Hast du es gesehen? Einfach durch sie durchgelatscht. Sie hatte ihn für eine kurze Vielen Zeit Dank für in deine sich. Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Okay. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Geralt ist ja auch total nett. Jetzt scheinen wir ihn... Also ich muss mir unbedingt die Punkte auf der Minimap dazu. Panther. Das da soll bestimmt ein Löwe sein, ne? Das da soll eine Mütze sein. Und das da soll auch was anderes sein. Wohlhabend, das steht da. Albert Wegelboot. Sehe ich vielleicht wie ein Hanswurst von Muttersöhnchen aus? Nee. Ach, bei den Göttern. Wie ein Löwe. Das war lustig. Hi. Dein Ruf eilt dir voraus. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Das ist die Bloomerang Group hier, oder nicht? Also kein Panther. Wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ich bin ein Was soll deins denn sein? Also, Tiger, oder was? Schnacken wir auch mal. Ja, Schätzchen. Albert Wegelboot. Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Oh, nee, den brauchen wir nicht. Und hier noch. Wacker, wacker, mein Bester. Und dann ein kolossaler Knall. Oh. Und? Nichts. Ich sprang natürlich Klar, gerade noch das bei ist er drauf, oder? Ja. Hübsche Maske. Knaller Albert auch? Wegelboot? Nein! Was da haben Sie lustig? Ich bin ein schwarzer Panther!
Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Lässt sie denn einfach stehen. Alles klar, Leute, ich komme mit. Tschüss. Noch nicht mal. Tschüss, hat er ja noch nicht mal gesagt. Wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé, unbedingt. Ja, ich hab mir schon die Taschen vollgestopft. Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich hab einen hübschen Platz im Garten gesehen. Mhm. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Ja, okay, danke. Entschuldigung. Und ab in den Garten. In klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aussehen. Hier gibt's ja noch mehr Futter. Ja, ja, können wir gleich. Ich hab Hunger. Hier gibt's nichts. Also, du bist noch nicht mal hier und... Ja, na gut. Warte mit Triss Marigold auf der Bank. Es gibt bestimmt wieder ein Gespräch. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.